Du musst mir nur vertrauen. Jemand wie ich, der die Religion gewechselt hat, ich könnte auch sagen, ich habe es eigentlich nicht gewechselt. Ich habe einige Sachen verändert. Denn wenn du jetzt ein schönes Kleid hast, hast du zum Beispiel ein schönes Kleid, und dieses Kleid ist etwas älter geworden oder hat einen Riss, oder du bist was dicker geworden oder was dünner geworden, was machst du mit dem Kleid? Schmeißt das Kleid in die Mülltonne? Nee, du gehst mit dem Kleid zum Schneider und er macht vielleicht ein bisschen enger hier, ein bisschen weiter da, oder wenn du einen Riss dort hast, machst du dann Flicken drauf. Und genauso ist es bei mir mit dem Evangelium, mit dem evangelischen Christentum. Ich habe ja nicht alles, was ich dort gelernt habe, weggeschmissen, sondern Werte, die vermittelt werden, Nächstenliebe, gut sein zu anderen, gerecht sein zu anderen, diese Werte, die vermittelt werden, die habe ich alle mitgenommen. Aber ich habe einige Sachen modifiziert, einige Sachen verändert. Der Riss, der hier ist, hallo? Warum soll ich Jesus anbeten? Jesus hat sich doch nicht selber angebetet. Jesus hat doch nie zu jemandem gesagt, betet mich an, ich bin Gott. Warum soll ich daran glauben, dass Jesus für die Sünden der Menschen gestorben ist? Hat er das selber so gesagt? Ist das wirklich authentisch? Ich sehe ja Widersprüche dort, wie letztens die Geschichte mit Judas, die ich dir erzählt habe. Ja. Alleine der Stammbaum von Jesus in den Evangelien anders. So viele Sachen, die sich widersprechen. So, und dann sage ich, ich bin ein Mensch, der intelligent ist. Der liebe Gott hat mir einen Verstand gegeben. Ich muss der Wahrheit folgen. Ich muss der Wahrheit folgen. Sondern habe ich den Koran gelesen. Boah. Dann habe ich die Bibel nochmal gelesen, nochmal den Koran gelesen, nochmal das Neue Testament gelesen, nochmal den Koran gelesen. Dann habe ich gedacht, komm, jetzt beschäftigst du dich mit allen Religionen. Dann habe ich noch Hinduismus, Buddhismus, was für mich gar nichts war. Also für mich sind ganz klar drei Religionen, die einigermaßen für mich ja, Sinn ergeben, möchte ich sagen. Also die für mich oben an der Stelle kommen, ist natürlich bei mir Islam, das heißt Gottergebung, Judentum, Christentum. So. Das sind für mich die drei logischsten Religionen. So, aber wie gesagt, diese Punkte, Erbsünde, Opfertod, Mensch werden Gottes. Gott ist kein Mensch. Guck mal, deswegen hören auch so viele auf, an Gott zu glauben. Wenn man sagt, Gott wurde Mensch. Gott ist kein Mensch. Gott ist Gott. Über unseren Vorstellungskraft. Viele Leute sagen, ja, ich glaube nicht an Gott, aber ich glaube, da ist irgendetwas. Dann sage ich ja, was ist denn das irgendetwas? Was ist das denn? Das Problem ist bei dir, ich rede jetzt nicht von dir, sondern von denen, ist, du stellst dir Gott unter einem Mann vor mit weißem Bart im Himmel. Nein, natürlich ist das nicht Gott. Gott ist kein Mensch. Gott ist Gott. Seine Eigenschaften, seine Macht wirkt im ganzen Universum. Das ist das, was ich gefunden habe. Das ist das, was ich gesehen habe. Das ist das, was mir der Koran gelehrt hat, nämlich das Neueste Testament. Die Juden haben den Fehler gemacht, sie haben nicht an Jesus geglaubt. Als Jesus kam, sie haben ihn verleugnet. Die Christen haben an Jesus geglaubt, haben an Moses geglaubt, haben an das Alte Testament geglaubt, aber sie haben nicht an Mohammed geglaubt. Alle diese Propheten kamen vom selben allmächtigen Gott mit derselben grundlegenden Botschaft. Diene Gott alleine. Du brauchst keinen Vermittler. Du brauchst nur die Barmherzigkeit vom allmächtigen Gott und du wirst das Paradies bekommen und er wird dich dort ewig leben lassen. Schönste Welt, beste Welt, Dinge, die du noch nicht mal vorstellen kannst. Das ist die Botschaft. Und da muss man nur eins sagen. Ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer den einen allmächtigen, wahren Schöpfer, Gott, der die Welt erschaffen hat, der die Menschen erschaffen hat, der die Propheten entsandt hat, der das Paradies und die Hölle erschaffen hat. Diesen einen wahren Gott gibt es. Und ich bezeuge, dass Abraham, Moses, Jesus, Noah, Mohammed seine
Gesandten waren.